Ihr Lieben da draußen, Staffel 13 geht weiter. Scorched Earth und ich bin leider wieder alleine, weil die anderen zwei haben Connection-Probleme gehabt und sind dann nicht mehr. Das sieht so hart aus. Das sieht so hart aus. Mach das nochmal. Das ist so gruselig gewesen. Wink nochmal. Was war das denn? Guck mal, jetzt hinter mir. Gruselig. Das sieht ja aus wie ein Horrorfilm. Das ist vom Valentinstags-Event im Flirt-Emote. Mach das nochmal, ich muss mal ein Foto davon machen. Das ist mega gruselig gerade gewesen. Echt hart. Ich muss mein Handy anstecken. So. So, bitteschön. Boah, das sieht ja. Jetzt hätten wir noch die Hand so auf die Schulter legen müssen. Ich glaube, ich wäre vom Rechner geflogen. Warte, bleib mal stehen, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Also musst du so machen, so rum und andersrum, ja. Weil so habe ich nämlich das Licht im Gesicht und nicht im Schatten. Nee, du musst nach links. So jetzt? Nee, ein bisschen nach rechts wieder. Okay. Rechts, links, rechts. Boah, ist das eklig, ey. Boah, ist auch voll die Pranke, Junge, ey. Damit du betatsch mich nicht, ey. Don't touch me. Du, can't touch me. Touch my Tralala. Ja, dann mach doch mal. Also wir wollten in der letzten Folge wollten wir eigentlich die Tiere runterladen. Wow. Ja. Anderson. Den falschen ausgesucht, Junge. So. Und der kriegt auch noch so einen Heilbonus. Pfeil in der Nase stecken. Sieht man bei mir nicht. Hat er bestimmt eingesnifft. Also wir wollten in der letzten Folge runterladen. Wir wollten in der letzten Folge eigentlich die Tiere runterladen von Grave und Stone, aber da wir noch eine Einstellung vergessen hatten und andere waren noch am Zähmen und konnten den Server nicht dafür runterfahren, müssen wir das eben jetzt machen. Oder machen wir das jetzt? Also, walte deines Amtes. Du darfst. Wow. Da ist er! Wie heißt der? Mahmoud? Mahmoud. Und direkt geschissen. Scheiße, Mensch. Oh, geil. Yeah. Wie gesagt, wir durften uns Tiere auswählen. Jeder durfte sein Tier auswählen, was er gerne mitnehmen möchte. Und der Stone hat sein. Wie heißt er? Below? Nee, wie heißt er nochmal? Binturong. Binturong war das. Binturong. Der Trageknecht. Binturong ist cool. Geh mal hier aus dem Weg. Ja. Komm, weg. So. Bleib mal stehen. Dann musst du noch. Ja, schieß mal. Guck nochmal nach links und schieß nochmal. Oh Gott, warte. Ja, so. Schon sehr süß. Nein, nicht bewegen, Mann. So, okay. Cooles Teil. Und den Mahmoud. Ich hab auch noch einen Chibi. Ich sollte ja schießen. Oh, das Chibi, die Mini-Rüssel ist so süß. Ach, stimmt, ne? Ja, mein und Decks und Chibis kann ich ja runterladen. Nee, ich will kein Chibi. Mach ich dann später mal. Ich habe jetzt keinen Bock auf Chibis. Na komm, geh mal mit Chibi her. Geh mal Chibi. Jetzt geh mal Chibi. Geh mal Chibi. Liegt in Tribute drin, Dex. Scheiße. Hallo. Na, kleiner Dex. Na, sie hat eigentlich die gleiche Frisur wie ich. Das mal. Oh, meine Herren, ey, Leute. Nur Schwachsinn in der Behörde. Also, das gucken wir uns mal an. Sieht fast genauso aus wie ich, echt? Ich muss mich mal ganz kurz. Alles gut, oder? Ich wüsste jetzt echt nicht, wer der Echte ist. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, der kleine Affe ist der Echte. Ja. Ich glaube, also. Der hat mehr Grips. Was? Ja, Mahmoud. Mahmoud ist super. Lex, weißt du, an was mich dieser Sattler erinnert? An Herr der Ringe. Nee, auch, aber ich musste da voll an Mad Max denken. Irgendwie. Wo der da dann auf dem Wagen steht mit der Gitarre. Ja, geil. Voll abgefahrene Film und auch noch voll gut, ne? Der ist echt gut. Der ist echt gut gemacht. Also ich mag das ehrlich nicht, weil einen alten Film wieder neu aufzusetzen, Mad Max damals mit Mel Gibson, ey, hallo. Don't touch the film. Aber dann auf einmal kommt so ein Film raus und der war auch voll gut. Don't touch the Scottish man. Ja. Und das war gut. Dann hau mal rein. Wir müssen nicht verteidigen, weil wenn du den verlierst. Ja, ich muss jetzt hier bleiben, weil Tabi möchte jetzt auch sein Tier runterladen. Das habe ich hochgeladen.
Ah, okay. Ach, Fabi ist da. Der muss jetzt hierher kommen. Okay, dann bleib hier. Aber der ist jetzt da, oder wie? Ja, der ist da. Der ist auf dem Server. Ja gut, dann können wir mit zwei Mammuts losziehen. Ich wollte gerade sagen, also ihr müsst aufpassen, also das geht jetzt darum, wir müssen so schnell wie möglich Babys machen. Was ist denn da hinten für ein Riesenvieh? Sieht das aus wie ein riesengroßer Rebhuhn? Ja, kann sein. Was ist das? Keine Ahnung, ist riesig. Ja, wo ist es riesig? Na, in meine Richtung. Hier? Da, wo das Mammut hinguckt, genau da, ja. Ganz hinten steht es auf dem Ja, stimmt, da hinten, ich sehe es. Wir müssen aufpassen, wenn das dieser... Das ist der... Das Rebhuhn? Suchumnomus. Ja. Stufe 70. Wenn das abgeht, dann zerfetzt das dein Mammut sofort. Wo soll ich das mal holen? Also nochmal ganz kurz, wenn ein Mammut stirbt, bevor ein Baby geschlüpft ist, dann haben wir Arschkarte, weil es gibt keine Mammuts hier und deswegen wollte der Grave eben ein Mammut haben. Und damit es zwei sind, hat der Fabi jetzt auch noch eins. Pass auf. Beziehungsweise anders, ich finde Mammut einfach geil. Also, ja. Mammut ist einfach ein cooles Vieh. Mochte ich schon immer. Stampfer hat auch eine neue Fähigkeit. Das ist einfach geil. Macht jetzt noch mehr Spaß seit dem Update. Ja, auch von Dex, was wir gar nicht gesehen haben, so ein Stego, wenn der läuft, die Arschbacken, also die Seitenbacken von den Hinterbeinen wackeln richtig so bam, 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 bam. Wenn die langsam laufen, das ist mir letztes Mal aufgefallen. Weil ich mal mit einem unterwegs war, kannst du mal bei denen hier gucken vielleicht. Siehst wirklich wie die... Okay, bei den 10. Wilden sieht man das nicht, schade. Obwohl, das ist gar kein Stego. Nein, da. Das ist ja Mod-Ding. Pfui, ja, Teufel. Sieht krass aus, ne? Von Weitem dachte ich erst von Stego, aber nein. Und denkst, du siehst so witzig aus. Ich verliebe mich in diesen Megasattel, ne? Ex, kennst du noch das eine Strategiespiel mit den Dinos? Ja. Schon ein bisschen älter. Boah, wie hieß das? Paraworld. Paraworld, ja. Super gut, super gutes Spiel. Ist ja auch die Mammuts, ne? Bei den nordischen Stämmen. Fabi ist da. Hallo. Hallöchen. Ja, wenn schon, dann zusammen hier, weil Mahmut wartet schon auf dich. Mahmut und Helmut. Ja, oh Gott. Wollt ihr das wirklich durchziehen? Das wird aber lange dauern mit zwei Kindern. Das Weibchen heißt einfach dann einfach Peaches. Denkst du, es gibt jetzt schon zwei Stego-Verschnitte? Den zweiten kenne ich gar nicht. Welchen? Hier vorne. Den Jonk. Zungenbrecher, Entschuldigung. Nochmal. Der Chonkinkosaurus. Ja, so. Shing-Shang-Shang. Ja, genau. Hesperosaurus und der andere heißt, wohl, das ist voll geil. Ja, deswegen habe ich gerade gesehen. Chonkinkosaurus. Voll geil sieht der aus. Ja. Shing-Shang-Kingsaurus, ja. Wie heißt der? Warte, ich gucke gerade mal. Chonkinkosaurus. Ja, der ist wirklich Chonkinkosaurus. Die Stacheln am Schwanz auf einmal. Der Typ war doch bestimmt vorher im chinesischen Restaurant, ey. Aber den will ich mir gleich mal sehen. Welches Level hatte der? So 21, schade eigentlich. Aber warte, da oben ist noch einer. Nee, die Farbe ist so brutal geil. Hyänodons, aber in Massen. Bringen Sie mit? 28. Okay, wo bist du, Fabi? Auf dem Weg zum, ich hoffe, Grün. Oder ja, meine grün. Farbenblindheit täuscht mich gerade wieder. Ansonsten bin ich nämlich jetzt beim Roten. Hast du also Rot-Grün-Schwäche? Ja, ich habe Rot-Grün-Schwäche. Ist nicht so toll. Ich guck mal, wo du bist. Was bist du denn? Oh Gott, ich glaube, ich bin falsch. Ehrlich? Ja. Du hast eine Sache zu tun. Jetzt. Du musst es eine Sache tun. You have one job. You failed. Ich bin jetzt bei dem Arc unten links. Nein. Das ist der rechts. Rote. Oben. Oh Gott. Ich bin auf dem Weg. Also, hätte ich jetzt mein Soundboard, dann würde sich das jetzt anhören. Dum, dum, dum. Soll ich mal kurz Benny holen? Dum, dum, dum. Benny, einmal Soundboard bitte. Dum, 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 dum. Du hast mitbekommen, die Dinos sind jetzt ein bisschen stärker, ne? Ja, weiß ich. Ich habe mir schon einen 175er Blur gezähmt gehabt. 210 ist Maximum. Der ist mir vor die Füße gerannt. Der ist wunderschön. Schwarz mit orangenem Gesicht und roten Beinen. Von Dex, wir haben jetzt 210 Max Level. Was ist? Das Viech ist 28. Ja, okay, das sind noch die alten, ne? Oder? Ne, ich habe mal Dino-Clear gemacht. Ach, du hast mal Dino-Clear gemacht. Ach so, okay.
Die, ja, einfach mal, weil die Mod-Tiere sind einfach too much, die wir jetzt hier haben und deswegen. Da ist ein Mr. Anderson. Ja, das bin ich. Ein bisschen stärker tut's immer gut. Das wird's mich jetzt echt. Wie funktioniert nochmal der Buff jetzt hier beim Mammut? Trommeln. Ja, schon, aber was kann der? Achso, du wirst nicht so runtergemountet. Stamina Regeneration. Das ist ein Negativ-Buff. Freund oder Feind werden schwerhörig. Ah, cool. Ja. Jetzt. Für die ganze Staffel lang. Und du kannst mit deiner C-Attacke kannst du auch gegnerische Tiere anbrüllen und die machen weniger Schaden dann. Geh mal ins Wasser. Das ist ein richtiger Support. Ja, das ist ein richtig cooler Support. Das war ja eigentlich immer so gedacht gewesen, ne? Geh mal ins Wasser. Ich meine, jetzt im echten Leben, meine ich. Im echten Leben ins Wasser? Das auch. Du sollst mal wieder baden gehen. Und mach mal den Rüsselstoß. Ja, geil. Ich will mal ein Foto von dir machen, warte mal kurz. Wenn du deinen Rüssel ins Wasser hältst. Ich hab meinen Rüssel nachher. Aber einen Rüssel ins Wasser, bitte. Warte kurz, ich muss mal. Oh, du musst mal ein bisschen näher kommen hier. Ich bin zu weit weg. Komm mal näher aus der. Ein bisschen näher aus der. In die blaue Lagune hier. So, jetzt. Jetzt schwimmt er. Er hält seinen Rüssel aber auch schön nach oben, ne? Du auch? Ja. Ein Riesen-Iguanodon. Heilige Scheiße, es ist groß. Ja, da bitte nicht hingehen. Okay, na jetzt ist die Aussage kam zu spät. Weil der flippt aus und ruft alle Dinos, die in seiner Nähe sind. Ist egal welche. Ja, ich renne. Und die greifen dich jetzt alle an. Die greifen dich jetzt alle an. Warte ganz kurz, ich komme mal rüber. Was macht denn bei Mammut Sinn zu leveln? Jetzt, mach mal spritzig. Wie viel Leben hat er? 3700. Ich würde so auf 4000 bis 5000 gehen. Okay. Wie viel Ausdauer? Spritzig mal. Heißt der Blaue? Ausdauer 1050. 1500, glaube ich, je nachdem, aber würde ich mal testen. Ich habe so lange nicht mehr gemacht. Nochmal? Ja. Geil. Geil, Baby. Nochmal. Ja, gib's ihr. Oh, nochmal. sollen wir dich abholen kommen, Fabi? Ich hab dich verlaufen. Hast du eine Koordinate? Willst du eine Koordinate haben? Ich bin. Warte. 50-70. 50-70, geht's ganz easy. 50, Latz, 50. Habe ich jetzt. Wir haben sonst immer unten gemacht, ne? Als erstes. Nein, erst links, dann unten. Okay, war doch richtig. War jetzt gerade ein bisschen. Erst X, dann Y. Ja, und dann Z. Ich war schon wieder fast beim Blauen. Ich habe schon wieder völlig die Orientierung verloren gehabt. Fabi ist ja genauso wie ich seit gestern bei ARK dabei. Nein, Fariks Zweitname für alle, die Insider, die es wissen, heißt Zorro. Weil er immer im Zickzack läuft? Weil er sich immer verläuft. Wieso? Zorro verläuft sich? Ja. Zorro ist ein Charakter aus einem Anime. Ich kenne nur den Antonio Banderos Zorro. Hallo, was ist denn hier los? Aus One Piece und der. Wenn muss ich dir so vorstellen, Dex. Es sind vier Leute, der ist mit dabei. Sagen, okay, wir müssen jetzt da lang. Alle gehen rechts, er blickt links ab. Okay. Wer ist das denn mit dem Hut? Nee. Oh, das ist gar kein Stein zum Abarbeiten. Oh Gott. Fuck. Alter. Wo ist der Ark? Ich sehe ihn nicht. Warte, ich muss den wegbringen, nicht zum Mammuts. Oh, ich bin bei den. Oh Gott, weg hier. Aber die Para hier, die ist lieb, ne? Es ist immer noch die gleiche Para. Wenn du jetzt zu Dex Base gehst, von da aus siehst du dann schon den. Nee, ich sehe den Ark nicht, weil von da aus, da ist die Sonne. Was ist denn hier los? Ja, da ist genau da, wo die Sonne ist. Das ist der Kunde. Fühlt sich da? Das ist Kim. Aua. Kim sammelt Steine. Warte, ich komme zu Deckspace, ich hol dich mal ab. Den farbenblinden Jungen. Alter Schwede. Soll ich jetzt auch langsam mal sprechen? Ja, Atomhörer. Können du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Du nicht brauchen kommen, weil ich gleich sein da. Okay. Was bist du für ein Viech? Sagt er jetzt. Ja, wenn ich so weiter Umwege rennen muss wegen den Viechern, die hier rumrennen, dann könnte das doch noch eine Weile dauern. Fabi schafft es sogar danach. Oh, Dex, wo bist du? Ich laufe von vor einem abbaubaren Stein. Okay, wir müssen gleich was zähmen. Stein auf zwei Beinen. Hallo, ich will nichts zähmen. Ein 210er Anthrosuchus in Rot. Kannst du haben, will ich nicht. Ja, du sollst aber nur Beschützer machen. Oh, hier gibt's Öl. Weil du großer böser Wolf. Dein Ernst? Ich kimpfe. Pegomastax, hol mir mein Fleisch wieder.
Kommt ein neuer Pico Master und klaut mir wieder mein Fleisch. Oh, ein Dex. Oh, alle. Ah, das ist so. Okay, da kommen wir mit. Jetzt kommen am besten mit, weil hiervon ist ein böser Steino. Ein Stein, das, wenn du den abbauen möchtest, steht er auf und da kann ich sprechen. Okay. Was brauchten die nochmal? Mammut. Komm, Stony, wir sind ich hänge in einem Baum. Achso, ja, stimmt, ihr braucht mich ja. Fuck ja, das schon war ja was. Ich wollte gerade anfangen zu sehen. Hast du das Farbe gelassen? Ich stehe neben deinem Mammut. Sehe ich nicht, bist du klein. Landen. Platz da. Ja, es war ein Tech-Rex. Nein. Nee, es, oh, war, es war der Gleiter aus Genesis. Wie nennst du denn die Mahmutine? Dex, lass mal hier den Para kurz killen. Welchen Para killen? Paracea. Ja, Paracea. Warum? Das Fleisch. Und Level. Was machen die Mammuts? Für die Mammuts. Alter, was machen die für Schaden? 147. Keine Mottiere, also alles gut. Das Motti macht 57 damit. Wo hält sich deine Schnauze? Ich hab einen Fisch getötet, ich fühle mich schlimm. Ein Moschmops. Fabi ist der Stärkste im Aquarium. Mit Mammut im Aquarium. Elefanten Porzellan. So sah das nach der Eiszeit aus, ne? Wo will er denn hin? Da läuft Stone hinterher. Stone, der folgt dir noch. Achso, ja. Steig ab. Alles gut. Okay, dann ab nach Hause, ne? Ja, ich hab das Weibchen. Da ist der Ballon noch, der genommen werden möchte. Ja, den nehme ich mit, keine Bange. Ich muss nur kurz Namen benutzen hier. Soll ich den pfeifen, den Ballon? Den nehme ich schon mit. Wir müssen sowieso, ich muss euch sowieso ein bisschen verteidigen. Also ich seid zwar stark genug, aber ich will nicht, dass ihr verloren geht. Den deckst der große Stein da oben bin ich gerade, direkt neben dem grünen Ark. Ja, dieser einzelne, ja. Diese runde, da oben. Ja, was soll ich da? Da hab ich den gefunden, den. Achso. Okay. 210er. Ja, aber ich bring die erstmal nach Hause. Die ja, mach das. Ist deswegen, ich sag, ich bin hier oben, ihr könnt dann vorlaufen. 1500 Ausdauer. Mach ein bisschen Angriff. So, los geht's. Oh, ist ein roter Chapo. Wow. Rot-grün. Ich will auch ein Mammut haben. Ich will Mammut-Baby haben. Ich will das erste Mammut-Baby haben. Komm, Dicke. Ich will das zweite Mammut-Baby haben. Komm, Dicke. Auf geht's. Ich durfte mir schon wilde Drohungen anhören, was passiert, wenn ich mit dem Mammut am Haus stehe und trommel. Hey, der Fabi ist gerade cool mit so einem grauen Schopf oben drauf. Fabi, wenn du bei der Base bist, ich trommel. Sind das hier diese anderen Stego-Viecher? Tierchens? Ja, nicht angreifen. Der sieht cool aus. Der sieht geil aus, ne? Aber jetzt leider Level, weiß nicht, 16 oder sowas war der. Der sieht also richtig krass aus. Aber Lex, wir könnten doch einfach nur zähmen, um zu gucken, was er kann. Ich hab einen Baum. Achso, ja, nur vom Aussehen würde ich den sogar nehmen. Ja, können wir gerne machen. Ich bleib hier, ich zieh den Endosuchus und dann können wir direkt danach, ich habe Betäubungspfeile mit. Den auch machen. Karawane zieht weiter, der Sultan hat Durst. Oh, oh Gott. Jetzt fest. Ja, ja. Moschmops. Geht mal weg. Lass uns hier hochgehen. Ja. Voll Move-Kommando. Boah, was für ein Karate-Kick hier, ey. Häng fest. Du musst andersrum. Direkt. Lass euch Zeit, ich bin alles gut. Beule. Könntest du aus meinem Mammut rausgehen? Danke. Boah, der macht dir voll die Fights, ey. Boah, du komisches Vieh hier. Verpiss dich. So. Lass meinen armen Balur in Ruhe. Nein. Geh den Weg. Seid ihr weg? Ja, wir sind weg. Okay. So weg, so schnell, wie wir halt mit Mammut können. Ja, geil. Das ist der Stein, den ich eben übrigens abgestiegen wollte, den abarbeiten. Oh, Deodon. Hast du gedacht, das ist Gold wie Wixi? Ja. Oh, Gold, da kam die neue. Goldnagel, ja, riesengroße Goldnagel. Drüber walzen, nochmal drauflegen, fertig. Heftig. Was, farmt ihr, wie heißen das Zeugs hier? Kaktus? Bären, wir sammeln alles. Ich will Kaktus bitte haben. Kannst du bei mir rausnehmen gleich, wenn du willst. Bei mir ich auch. Kann gerade nichts mehr tragen, ich bin wie so voll. Schnauze voll. Ja, ich bin bei 2222. Gott, ich muss da aber trotzdem noch ein bisschen Gewicht. Ja, du willst ja damit arbeiten gehen, du willst ja, denke ich mal, nicht kämpfen, ne?
Ich habe schon 200% Movement Speed und trotzdem ist das Vieh noch so arschlangsam. ja, also, unser Base war 50-50, ne? Ja, 50-50 sind wir. Ja, okay, dann einfach hier geradeaus. Zum roten. Roten Schwein hier. Beim roten müssten Spinos unterwegs sein, ne? Ich habe zumindest eben keine gesehen. Da war so ein Tierchen, das sah aus wie ein Spino. Also wie so ein mutierter Baryonyx. Hört ja auch. Komm, wir nehmen dich in die Manglinger. Wenn sie sich nicht hochheilen, dann haben sie ein Problem, ne? Ja. Einfach hier geradeaus runter, immer runter, runter, runter. Diese Kaktusbäume, die sind so heftig. Mein Nachbar hat sich einen davon, hat seinen Kaktusbaum, also genau so ein Teil hier, kürzer geschnitten. Und davon habe ich mir einen Ast genommen. Aber wirklich nur einen Ast, nicht diesen Riesenast, sondern einen so einen kleinen Schniedelwutz, der so nach oben geht. Ein so einen kleinen Ableger. Weißt du, wie schwer das Ding ist? Das ist ja komplett mit Wasser gefüllt. Das ist ja wie so eine Aloe Vera, also voll mit weiß nicht, Kaktussaft. Ja, mega schwer. Und daran merkst du sofort, dass du damit auch wirklich, jetzt nicht von, ich denke nicht von dem nicht, aber von allen anderen oder so, von den richtigen, kannst du ja Wunden heilen mit, weil das ist so ein richtiger Kleber. Huch. Ja, Aloe Vera das Beste. Also ich werde mir auch definitiv wieder einen zulegen. Meine Mutter hatte auch immer so eine Aloe Vera-Pflanze. Ja. Und hat dann auch immer mal sich dann eine Entzündung oder halt so einen Ausschlag eingerieben mit oder halt auch super, eine Verletzung. Ja, super. Von diesen auch so krass nachwachsen. Du kannst so ein kleines Stückchen abschneiden und einpflanzen und dann plupp. Auf so ein riesen Viech da stehen. Komm her, Junge! Mahmut ist da! Wer ist eigentlich der von Fabi? Ich habe jetzt erstmal vorläufig Peaches genannt. Ach, warum nicht Mahmut und Fabi. Ach so, okay. Das ist eine Angewohnheit, die habe ich, seitdem ich mit auf Office gespielt habe, setze ich immer meinen Kürzel dahinter. Habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Nenn's doch einfach Helmut. Ja, war die stärkste im Frauenknast. Genau. Im Mammutknast. Da unten ist ein andere Sukos-Spieler. Irgendjemand läuft mit andere Sukos da oben. Was ist das hier? Tech-Ding? Parasaurus? Tech-Parasaurus. Ja, ein Tech. Was wir machen könnten, wenn wir gleich ein Mammut-Baby machen, da kommt ein Männchen raus, Klein Helmut. Ein Helmut. Ist das eigentlich. Ist das eigentlich schwer, die Tech-Teile, Tech-Tiere rauszupatchen, zu nehmen, in der Ini irgendwie rauszudingsen? Könnte ich von der Theorie machen, aber es würde rein theoretisch aber auch zur Story von Scorch Earth passen, weil die Zivilisation war ja sehr weit vorgeschritten, bis der Overseer sagt, ihr seid zu weit und hat dann alles Leben hier zerstört und die Weibernstufe geschaffen. Ja, okay, wir spielen ja die Geschichte, also passt das wieder. Ne, wegen Primitive und das passt jetzt gerade irgendwie so, bam, was ja, ist so ein... Passt nicht, aber deswegen auch die Ruine, das wird so ein bisschen passen, so ein bisschen fortschrittlich da, es wird aber alles zerstört. Wie lang? Ist hier rechts, Hier runter zu mir? Wollen wir den hier verhauen? Nee, weiß nicht. Ja, brauchen wir nicht. Okay. Ist hier rechts irgendwie so ein Kästchen? Zu mir ist das. Hier unten bin ich? Ja, wir haben hier oben ein Kästchen gefunden. Das würden wir direkt mit den Tierchen hier einsammeln. Achso. Ja. Okay. Ups. Was waren die denn da? Wunderbar. Tier kriegt direkt den Bonus mit. Ja, wenn du mit dem Tier drauf gehst, ja. So, und runter. Ey! Oh Gott. Wie hat sich denn das mit dem Drehen hier ausgedacht? Dex, wie viel Melee-Damage hat dein Endosuchus? Wie viel Prozent? Nahkampf 272.2. Okay, ich bin bei 402. Ja, ich habe ganz ehrlich noch nicht so viele reingehauen mit dem. Alter, was machen die? Der deine Kokuta. Und wo ist der? In der Basis oder was? Keine Ahnung. Anthrazit ist auch drauf gegangen. Uiuiuiuiui. Das kommt, weil man kein Gehege hat. Nee, das ist nicht in der Dings. Kümchen, das ist bei mir. Die könnten ja auch unterwegs sein. Die wollten vorhin noch irgendwie drei Kokotas zähmen oder sowas in der Art. Hier läuft irgendjemand, ich weiß nicht, wer es ist. Oh, Vieh, ey. Hallo, Zoe.
Dex, soll ich dann auf dich warten mit dem Zehen? Du kannst gerne schon loslegen, wenn du möchtest. Oder wartest du? Den Stego. Ne, dann warte ich einfach. Achso, aber ich bin noch mit den Lahmschnecken hier unterwegs. Warte kurz, warte, ich will was ausprobieren. Okay. Okay. Nein. Hä? Ah, okay, mit dem Stampfen baut man mehr Holz ab und mit dem normalen Angriff mehr Stroh. Was ist ein Stampfen? Leertaste. Aha, Leertaste. Also Sprungtaste für Leute, die sich eventuell ihre Sprungtaste so komischerweise auf die Maus umgestellt haben. Krasse Sache. Nicht wichtig. Krasse Sache, das sind coole Typen bestimmt. Wo müssen wir denn lang? Ich habe voll die Orientierung genommen. Rechts, oder? Du musst einfach nur den Sandsteinen folgen. Welche Richtung? Nee, wir können jetzt hier lang gehen. Oder wir können links lang und dann unbedingt. Aber wir gehen einfach hier sind wir schneller. Ja. Wollt ihr das Wasser warten? Ja, komm, wir gehen mit Wasser. Mega Raptor will mir auch noch 10. Ja, das ist cool. Wenn sie sich angreifen, ist alles gut. Herrera ist hier. Hallo, Herrera. Ich brauche halt. Herrera. Ist er spooky? Und warum greift der an? Keine Ahnung, aber der Paracer macht jetzt was. Ja, natürlich, ja, weil ich jetzt mit beiße. Keine Chance, Junge. Boah, ich freue mich auf einen Bossfight mit dem Mammut und Trommeln. Geil. Das Problem ist, Dex, Bossfight hier wird in der Luft geschehen. Das heißt, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja, aber wir schmeißen einfach Mammuts nach dem dabei. Boss. Eigentlich größtenteils Survivor. Normalerweise. Können wir nicht einfach einen Katapult bauen und die Mammuts nach denen schmeißen? ich hätte auch nichts gegen einen Bärenkatapult. Ein Bärenkatapult? Was? Bärenkatapult. Ja, hier schwimmt das Mammut schwimmt. Ich wundere mich, warum es noch langsamer geworden ist. Alleine an ein einzelner Wolf hier. Was ist denn der denn hier? Willst du mich wegschmeißen? Wo möchtest du den Kaktussaft denn hingeliefert haben, Dex? Wir laufen direkt an meiner Wehrstrecke vorbei gleich. Okay, gut. Huch, was ist denn das für Geräusch? Boah, 212 Schaden macht der dann. Stampf! Ich will wissen, wie viel ich mache, aber ich habe ein bisschen mehr Schaden, glaube ich. Schadensprozent hast denn du? Wir stecken fest. Ich habe Schaden von 235. Okay, nee, hast du mittlerweile mehr. Halt, stopp. Halt, stopp. Halt, stopp. 243. Okay, bisschen mehr. Wenn plötzlich die Ostereier austeilen können. Hier liegen sie. Ostern ist. Lass du die. Oh Gott, jetzt habt ihr keinen Auslauf mehr. Arschkarte. Ich bin schon nicht in der Dings drin. Oh Gott, wie das. Ostern ist vorbei. Ostern fällt aus dieses Jahr. Fällt aus. Das ist eine Leiche schon. Das ist ein Dilo, ne? Das ist ein Warum ich gerade gesprungen bin, meinst du? Ja, ich war so langsam. Ja, weil der so eine blöde Animation, also der macht immer die Animation, ich hasse die Animation sowieso, wenn die andauernd immer Animationen machen beim Leveln. Und ich wollte eigentlich gerade weiter. Oh, Rainbow Power ist hier. Oh, wir müssen hier aufpassen. Wer schießt denn hier? Achso, das ist der hier. Oh, wir sind gerade falsch, wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Die zähmt gerade. Wir sind hier oben lang. Die schreibt bestimmt gerade, oder? Ne, nix, okay. Aber wir müssen hier oben lang. Das ist vorne am Arsch. Hörst du mal auf, du Arsch. Arsch. Wir sind gleich da. Hier einmal um die Ecke. Wenn ich hier gerade schon ein paar Bäume habe. Direkt mal Holz mitnehmen. Direkt Holz vor die Hütte. Es gibt eigentlich schon ganz, ganz schöne Stellen hier, ne? Bei Scorch Earth, wo man bauen kann. Ja. Definitiv. Es ist halt immer gefährlich, irgendwie. Es gibt halt keine Stelle, wo mal wenig oder nichts los ist. Ja, siehst du hier, Endgegner bei mir. Ja, ja. Da kommt noch so ein vorlautes Bürschchen. Bürschchen. Das ist eine Bürscheline. Ich will den Käfer zertreten. Stopp. Ich habe ein Problem mit dem Sukus Dikisakis, der farmt wie wilder Bären. Zack, einfach drauf gestampft. Stecken fest. Ich bin mal gespannt, ob ihr abgemountet werden könnt.
von. Aber du musst mir erstmal die Trommel schwingen, ne? Nee, ich will das mal testen. Warte mal ganz kurz. Geht mal so durch das Wasser da vorne, weil da sind immer Kaposukruste drin. Ja, aber da wäre die Trommel doch ganz gut, wenn die einer trommelt. Das ist ja der. Ja, ich will aber mal den Test mal machen, ob das wirklich. Ob man von dort aus abgemountet werden kann von so einem Riesenvieh. Auch von der Theorie her ist es möglich, je nachdem, wie groß der Kaposuke springt. Dann spring doch mal hinten drauf, Dex, und mach mal die Trommel. Ich habe mal ja, warte ganz kurz. Ich muss ja meinen Kaposukus pfeifen. Dein Kaposukus pfeifen? Pfeifen. Ups. Kann ich nicht irgendwie den Dings ändern? Was ändern? Kann man auf dem Tier nicht irgendwie den Sitzplatz ändern? Absteigen und dann dich drehen einfach. Also E-Tropf sozusagen. Keine Ahnung. Also du musst E machen, absteigen, dann Passagierseat aus. Stuck. Rechts? Ja, rechts lang. Rechts. Kannst du vielleicht meinen Valua anpfeifen? Ja. Ich muss mal kurz leveln hier. Hab ich nicht. Hä? Ah, ich muss absteigen, echt krass. Danke. Muss aber in dem Takt, glaube ich, machen. Ist egal, ich mache das mein Ding hier. Also. Egal. Darf mich immer noch nicht bewegen. Bist du zu schwer? Mammut steckt fest, Mammut verendet. Keine Ahnung. Einfach absteigen, pfeifen. So, hier geradeaus, oder? Nee, jetzt rechts. Also, wir dürfen das Mammut von ihm nicht verlieren. Das ist ganz wichtig. Ja, sonst hat hier Mammut nichts zum Schnaggeln. Komm mal, dicke Bertha, auf geht's. Im 84er Raya Dex, das wäre doch das. Ah, ich sehe die Brücke da hinten. Okay. Hat schon was, wenn da noch so einer hinten drauf ist, der trommelt. Das ist halt Dex, bester Platz. Es gibt doch noch eine andere Taste, ne? Es gibt doch noch eine. Linke Maus, rechte Maus, ah, die C und X. Stecke fest. Stecke fest. Deine das Viecher Problem hatte ich auch Weg. Eben. Das ist mir egal, Mann. Ich will Trommel, Mensch. Also, Ende musst du den Stein hier wegmachen. Mann, ey, jetzt muss ich arbeiten. Dafür wurde ich nicht bezahlt. Ich wurde für Shit machen. Ja, ich dachte, der Dicke kommt hier durch, aber er kommt nicht durch. Die sitzen mal so Steine, da haust du so einen Monat dran. Ah, okay. Aua. Komm ich nicht hoch? Ne? Jetzt, okay. Vielleicht mal gucken, ob die Brücke der Mammut sicher, Mammut fest ist. Wo musst du jetzt nochmal hinführen? Stimmt, da wo du gerade stehst, da bist du richtig. Da komm ich kurz, ich komm kurz zu dir. Geil, das Mammut ist voll geil, Mensch. Komm mal ganz nah ran, an so Haus hier. Pelitz. Alter Schmied, voll drin hier. Hallo, kann man da irgendwie... Also ich finde es ja ein Unding, dass du mit deinem Rüssel hier bei meinem Haus stehst. Und so ungeniert auch noch. Denkt sich nichts dabei. Hast du rausgenommen den Saft? Du kannst ja auch ein paar Beeren rausnehmen. Oh, ich seh's mit dem Rüssel bei mir raus. Hast du den Saft rausgenommen? Ich glaub's noch, ey. Sonst, was kannst du noch rausnehmen? Bis auf die Narkobären und vielleicht ein paar Mejos, eigentlich alles, was du willst. Auch das ganze Holz und sowas nicht? Boah, doch, wobei das Holz könnten wir noch gebrauchen. Bei uns oben. Ich nehme mal einen Stack Thatch mit. Alles jo, andere. Kann's gehen, ist alles okay. Okay, gut. Dann geh ich mal zu den anderen. Merci. Ich glaube, ich liefere das, was ich dabei habe, mal beim Haupthaus ab. Oder brauchst du noch was, Dex? Kaktussaft oder so? Kaktus bitte, nur Kaktussaft ganz kurz. Ja, gut, dann stecke ich da mal noch einen Rüssel rein. Muss auch nochmal abspritzen oder was? da gab es doch eine Phasmo-Folge. Da hat plötzlich der grounded voll das Sprachproblem, hatte voll die Sprachprobleme gehabt, das war's, kannst ruhig gehen. Und da hieß nämlich ein Geist hieß
Oh Gott, der hatte zwei Buchstaben J und G, die sich ja, ich weiß nicht, Johnson oder George Johnson. Und dann hat er immer Johnson und auf einmal, Mann, ich kann doch nicht mal die Namen richtig ausspritzen. Alter. Total, also voll den Knoten in den Zunge. Ich kann nicht mal die Namen richtig ausspritzen. Oiz. Das war echt der Hammer. Die Folgen kommen übrigens noch alle, Leute. Könnt ihr alle noch gucken. Die ganzen Phasmophobia-Folgen. Manche Folgen sind gar nicht so gruselig, weil wir sind einfach nur noch am Lachen. Aber nur noch. Könnt ihr mich vielleicht nochmal runterwerfen? Ja, mach ich. Bis denn. Tschüss. Bis denn. Tschüss. Verspritz dich. Okay, ihr Lieben, das war die Folge. See you later, Alligator. Tschö. Mit Ö.